Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin Norman Weiß vom Kanal Notizhefte. Und heute soll es um Non-Fiction November gehen. Der Non-Fiction November ist eine Initiative, die, soweit ich weiß, auf The Book Olive zurückgeht. Ein US-amerikanischer Booktube-Kanal und die Booktuberin liest nicht ausschließlich, aber doch überwiegend Non-Fiction und sie hatte sich zum Ziel gesetzt, mehr Booktuber und mehr Leser und Leserinnen für Non-Fiction zu gewinnen und deswegen gibt es den Non-Fiction November. Das macht sie schon seit ein paar Jahren und sie gibt auch immer Themen vor als Anregungen, die man beim Lesen beachten kann, aber nicht muss. Die Themen für den Non-Fiction November 2020 sind Time, Movement, Buzz und Discovery. Und in dem Einführungsvideo, das Olive zu diesem Thema gedreht hat und das ich auch verlinke, erklärt sie, dass das erstens nur Anregungen sind und dass sie zweitens sehr breit verstanden werden, dass man nicht zu jedem eins oder gar mehrere Bücher lesen muss und dass es auch reicht, überhaupt nur ein Buch zu lesen. Es geht ja einfach nur darum, den Leuten klar zu machen, dass Non-Fiction ein Segment ist, das es sich in die Hand zu nehmen lohnt und das kann ich nur unterstützen. Ich möchte in diesem Video folgendermaßen vorgehen, dass ich drei Bücher empfehle, die ich bereits gelesen habe, dabei auch versuche, diesen Unterbereichen zuzuordnen und in einem zweiten Schritt dann drei Bücher nennen möchte, deren Lektüre ich im November in Angriff nehmen möchte. Möglicherweise schaffe ich sogar eins und die anderen beiden dann höchstwahrscheinlich im Laufe des Jahres. Also empfehlen möchte ich zunächst ein Buch, das ich gerade abgeschlossen habe, Navid Kermani, Entlang den Gräben. Da geht es ja um eine Reise, also auf alle Fälle auch um Movement, nämlich durch das östliche Europa bis nach Isfahan. Ein Buch, über das ich nur positiv sprechen kann, inhaltlich, stilistisch, thematisch, lohnt sich auf jeden Fall nicht nur, aber auch im Non-Fiction November. Meine zweite Empfehlung betrifft ein Buch, das ich im vergangenen Jahr las, Madeleine Albright, Faschismus, eine Warnung. In den USA ist es 2018 zum Midterm von Donald Trump erschienen. Es ist eine Basiseinführung in die Geschichte des Faschismus, in seine Inhalte und Bedeutung und in einem zweiten Schritt eine Darstellung heutiger Formen autoritärer Regierungsformen und Typen, wo die Autorin die Gefahr sieht, dass diese auch in Faschismus abgleiten können, ob das nun die Herren Putin, Erdogan oder Trump sind. Ein gut geschriebenes, lesenswertes, freilich nicht unumstrittenes Buch, aber als Hinführung zum Thema geeignet und leider immer noch aktuell. Und ich würde dieses Buch dem Bereich Time zuordnen, weil es ja eben um historische und aktuelle Zeitbezüge geht. Das dritte Buch ist von Wolfgang Martinkewitsch, Salon Deutschland, Geist und Macht 1900 bis 1945. In diesem Buch geht es um die soziokulturellen Bedingungen, in denen sich bestimmte Vorstellungen verbreiten konnten, in denen bestimmte Kreise für Überlegungen empfänglich wurden, sich gegenseitig befruchtet haben und dann zur Entwicklung von Faschismus und Nationalsozialismus geführt haben. Ich habe dieses Buch im Jahr 2010 gelesen und war nachhaltig beeindruckt und bin das immer noch. Ich würde dieses Buch bei Buzz und bei Discovery einordnen. Man entdeckt hier sehr viel, man kann sehr viel lernen und entwickelt dadurch Aufmerksamkeit für Zusammenhänge. Das wird sehr informiert, sehr belesen,
sehr ansprechend beschrieben. Es ist ein hochinteressantes Buch über die Geschichte unseres Landes in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Das also waren die drei Bücher, die ich euch für den Non-Fiction November auf jeden Fall empfehlen kann. Nun kommen die drei Bücher, die ich mir selber für den Non-Fiction November und die Zeit danach vorgenommen habe. Das ist zunächst einmal Mario Vargas Llosa, Der Ruf der Horde. Das kann man sozusagen auch seine intellektuelle Autobiografie, das kann man auch dem Bereich Movement zuäußern, wo es ja nicht nur um die Bewegung von Ort zu Ort geht, sondern auch um eine geistige Bewegung hier, also den Liberalismus, der diesem Ruf der Horde eben entgegensteht. Das ist ein Buch, was ich mir im Sommer gekauft habe und das zu lesen jetzt eigentlich eine gute Zeit und Gelegenheit sein sollte. Das zweite Buch, das ich mir vorstellen kann, in diesem Zusammenhang zu lesen, ist von Peter Frankopan. Die neuen Seidenstraßen heißt es. Gegenwart und Zukunft unserer Welt. Auch hier geht es natürlich um Discovery, aber auch um Movement. Die Seidenstraße ist ja ein Verkehrs- und Handelsweg. Und es geht um den Einfluss Chinas auf die anderen Teile der Welt, wie sich das auswirkt, was China damit bezweckt, wer wie wovon profitieren kann. Und schließlich habe ich ein Buch hervorgeholt, das schon etwas länger auf die Lektüre wartet, Jean-Christophe Bailly, Fremdgewordenes Land, Streifzüge durch Frankreich. Und das lässt sich natürlich ganz zwanglos dem Unterpunkt Discovery, Entdeckung, zuordnen, die Wiederannäherung, die Wiederentdeckung unseres westlichen Nachbarlandes, mit dem wir uns und der sich mit uns in den letzten Jahren wieder schwerer tut, als das eigentlich richtig wäre. Das Thema dieses Buches ist Frankreich. Es geht darum zu verstehen, was dieses Wort heute bezeichnet und ob es zutrifft, dass es etwas bezeichnet, was per se anderswo nicht existieren könnte, jedenfalls nicht so und nicht in dieser Weise. Um mich diesem Knäuel aus ineinander verstrickten, doch oftmals widersprüchlichen Zeichen anzunähern, dass Geografie und Geschichte Landschaften und Leute formen, kam ich auf die Idee, mich einfach an Ort und Stelle umzusehen, anders ausgedrückt, das Land zu bereisen oder wieder zu bereisen. Also Movement und Discovery auch mit diesem Titel. Das waren meine drei möglichen Vorhaben zum Non-Fiction November. Insgesamt habe ich damit 6 hochinteressante Bücher und würde mich freuen, wenn ihr eines dieser Bücher lesen wolltet, wenn ihr euch angeregt fühlt, überhaupt am Non-Fiction November teilzunehmen, natürlich auch mit allen möglichen anderen Titeln, aber wenn ihr eine meiner Anregungen aufgreift, würde mich das natürlich auch freuen. Genauso wie Anmerkungen dazu, ob ihr diese Bücher schon kennt, was ihr davon haltet und was ihr so lesen wollt. Das war's für heute. Kommt gut durch die Zeit und wir sehen uns dann in meinem nächsten Video. Tschüss!